Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Detroit Become Human. Wir machen heute weiter. Entkommen vom Schrottplatz. Das ist die nächste Aufgabe. Mit einem neuen Charakter, dessen Namen wir bisher noch nicht kennen. Aber den wir hoffentlich heute erfahren. Wo zur Hölle? Es gibt einen Ort, wo wir frei sind. Jericho. What the hell? Was ist Jericho? Ich glaube, eine Stadt in Jerusalem. Ist das eine Stadt in Israel oder so? Jericho? Ei. Ah, da müssen wir auf ihn durch. Ganz sicher weg von dir, mein Freund. Aber wer zur Hölle ist das? Oh, gut. Finde die optische Einheit. Wir müssen also was machen. Mal schauen. Die funktioniert nicht, die optische Einheit. Scheiße. Oh, Moment, der ist einer umgekippt. Vielleicht gucken wir den mal uns gerade an. Können wir das überhaupt? Ne, können wir nicht. Aber hier können wir mal was untersuchen. Wie gesagt, nochmal, es sind keine Bildstörungen oder sonst irgendwelche Störungen bei euch. Das ist wirklich so im Spiel gerade. Okay, wir können leider noch nicht wirklich unseren Scan einsetzen, weil wir ein bisschen beschädigt sind. Ja. Dann tot. Dann machen wir das doch. Er hat es so gewollt. Weiter geht's. Untersuchen. Hat der was für uns? Hoffentlich hat der was, was wir brauchen können. Jawohl. Den Thirium-Pumpenregulierer, den brauchen wir. Tut mir leid, aber ich muss, denke an mich selber. Das kann tatsächlich auch Konsequenzen haben, was wir gerade getan haben. Wir brauchen gerade unser... Moment. So, das neue Teil mal einchecken. Funktioniert. So, Herz schlägt wieder. Zumindest der erste Teil ist erledigt von dreien. Aufstehen. Wie gesagt, das kann Konsequenzen gerade haben, was wir gerade getan haben. Wir müssen hier wieder was überprüfen. Rausziehen. Also es scheint wohl zu funktionieren. Hallo. Servus. Ach, lass mich in Ruhe. Mein Programm hat eine Anomalie festgestellt. Bitte kontaktieren Sie das Cyberlife-Wartungscenter. Zu spät. So, jetzt funktioniert das mit der Sicht auch wieder etwas besser. Aber es beantwortet immer noch nicht meine Frage. So, uns fehlt der Audioprozessor.
Da ist irgendwas. Klettern versuchen. Okay, das scheint wohl nicht so ganz funktionieren, wie ich das gerne hätte. Was hast du für mich? Nimm mal den. Wir haben direkt den ersten Volltreffer gesetzt. Nehmen. Und einsetzen. Zustand stabilisiert. Klettere die Anhöhe hoch. So, klettere die Anhöhe. Das wäre also, müssen wir schon da lang. Ja, hier lang müssen wir, okay. Ein Schritt nach dem anderen. Nein! Weil ich losgelassen habe. Also das Ganze nochmal probieren. Jetzt nur mal überprüfen. Also scheint wieder zu laufen. Nehmen. Abreißen. Aufstehen. Ich heiße Markus. Das ist Markus. Quasi seine Vorgeschichte. Habe ich so das Gefühl zumindest. Von den Toten. Markus ist von den Toten zurückgekehrt. Ach, wie, genau. Ach, stimmt, der war tot. Stimmt, der war tot von Leo und ist wieder zurückgekommen. Okay, krass. Was war nicht seine Vorgeschichte? Krasse Sache. Finde Amanda oder Amanda. Da hinten. Hallo, Amanda. Connor.
schön, dich zu sehen. Dein Vorgängermodell wurde leider zerstört. Er wusste, dass Abweichler unberechenbar sind, aber er war unvorsichtig. Ich hoffe, du machst nicht denselben Fehler. Das habe ich nicht vor. Wenn ein Connor-Modell zerstört wird, wird sein Speicher ins nächste Modell übertragen. Aber einige Daten können dabei verloren gehen. Okay. Vermeide eine Zerstörung. Das ist besser für dich und für die Untersuchung. Ich verstehe. Die Befragung war wohl herausfordernd. Was denkst du über den Abweichler? Es gab Anzeichen auf ein Trauma nach Misshandlung durch seinen Besitzer. Als ob sein Originalprogramm vollständig überschrieben worden wäre. Dieser Lieutenant Anderson wurde offiziell für die Abweichlerfälle eingeteilt. Was hältst du von ihm? Er entspricht nicht ganz meinen Erwartungen. Ziemlich komischer Vogel, ja. Für ein abschließendes Urteil habe ich noch nicht genug Daten. Unglücklicherweise werden wir uns mit ihm abfinden müssen. Wie möchtest du mit ihm umgehen? Könnte vielleicht nicht. Ich werde versuchen, eine Freundschaft aufzubauen. Ja. Wenn ich sein Vertrauen gewinne, wäre das hilfreich für die Untersuchung. Ein bisschen runtergegangen von dem Dings. Immer mehr Androiden werden zu Abweichlern. Es sind Millionen im Umlauf. Wenn sie instabil werden, sind die Konsequenzen katastrophal. Du bist der fortschrittlichste Prototyp, den CyberLife je gebaut hat. Wenn jemand herausfinden kann, was hier passiert ist, dann du. Zählen Sie auf mich, Amanda. Führe die Untersuchung fort, wo der letzte Connor aufgehört hat, und mach dem ein Ende. Okay. Beeilung, Connor. Die Zeit ist knapp. Suche nach Lieutenant Anderson. Da gehen wir auch hin. Kann ich helfen? Ja. Ich möchte zu Lieutenant Anderson. Bist du autorisiert? Ja. Einmal verbinden, bitte. Lieutenant Anderson ist noch nicht da. Warte doch an seinem Platz. Okay, dankeschön. Finde Lieutenant Andersons Platz. Wir gucken uns gerade mal um. Schauen wir. Aber haben wir gerade keinen. Du hast sicher einen Schrank. Ohne Scheiß. Die Lage in der Arktis schießt mich weiter zu. Da drin töten kann. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal den Platz finden. Also wir müssen jetzt suchen. Moment, wir gucken mal auf die Namensschilder. Die müssen wir ja... Reed, das ist nicht richtig. Brown. Guck mal, wie hier ist. Ist es richtig, dass es Todd ist? Person. Das ist Todd, ne? Collins. Henderson. Entschuldigung. Wissen Sie, wann Lieutenant Anderson normalerweise kommt? Hängt davon ab, wo er abends so war. Wenn wir Glück haben, kommt er vor 12. Danke. Ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter. Warte auf Lieutenant Anderson. Dann setzen wir uns mal hin. Du und du, hier kommt mit. Erkunde das neue Büro. Das ist so ein Schreibtisch und die Polizeistation.
Wir müssen uns noch was anhören. Scheinbar hört der Musik oder hat Musik gehört oder irgendwas anderes. Gucken wir mal rein oder hören wir rein. Musikgeschmack. Knights of the Black Death. Heavy Metal. Metal, okay. Natürlich nichts Bekanntes, weil es ist ja komplett in der Zukunft. So, wir müssen irgendwas... Wir könnten irgendwas anrufen. Hank Anderson anrufen. Ha, hier ist Hank. Ich bin gerade nicht da. Welche Überraschung. Ich habe eine Nachricht hinterlassen, aber warten Sie keinen Rückruf. Beep. Oder wie auch immer. Lieutenant Anderson, hier ist Connor. Ich bin der Android von CyberLife. Es ist fast Mittag und ich warte hier im Büro auf Sie. Analysieren. Und diese Hinweise, die gucken wir uns im nächsten Part auf jeden Fall an bei Let's Play Detroit Become Human.